So, ich mache für heute Abend noch einen Krautsalat. Das ist ganz fein gehobelt. Ich habe nur eine Haube gemacht. Mit Petersilie. Petersilie kommt da rein. So. Man sollte bei sowas, bei Salate, immer getrocknete nehmen, weil die sonst an zu gären anfangen. Ist schlecht dann. So, hier habe ich meine Salatsoße. Das ist Öl, Essig, Zucker, Salz, Pfeffer. Die lasse ich aufkochen und schütte die dann hier drüber über den Krautsalat. Ist alles schön aufgelöst. Aber ich muss sagen, da geht doch keine Türke mit dem Krautsalat. Das Gemisch, das muss genau stimmen. Das Gemisch muss stimmen. Essig, Öl und Zucker. So, Zucker ist auch noch dabei. So. Normal wird es aus. Ich habe saubere Hände. Das habe ich mir gerade neu gewaschen. Mach kurz ausgepresst hier. So. Richtig schön. Der Saft rauskommt. So. Den kann man jetzt schon essen. So lecker ist der jetzt schon. So. Mal probieren. So. Ja, siehst du, wie schön der ist. So. Hammer. Einfach nur Hammer. Also mein Krautsalat, der wurde immer, ich bin kein, der eigene Lob stinkt, ist klar. Aber mein Krautsalat, wenn ich den immer verkauft habe, die Leute, ich musste nur immer Krautsalat machen, auf Gartenfeste oder ja wo. Der war immer Weltklasse. Ne, aber trotzdem, muss man mir einmal sagen, ne? Okay, ciao.